Dienstleister dienen. Und das hat überhaupt nichts mit Sklaverei und mit Unterdrückung zu tun, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine sehr hohe Aufgabe. Sehr viele Unternehmer, mit denen ich mich unterhalten habe, haben eine sehr schlechte Meinung von dem Begriff Dienstleister. Und das liegt nicht am Begriff selbst, sondern das liegt einfach nur an unserer Interpretation des Begriffes. Denn in dem Wort Dienstleister steckt ja auch das Wort dienen. Und irgendwie will keiner dienen. Alle wollen herrschen. Doch dienen ist überhaupt gar kein schlimmes Wort. Dienen, finde ich, das hat sogar etwas sehr Erhabenes. Denn ich sage auch immer, nur wer dienen kann, kann führen. Denn auch der Führer, zum Beispiel der Vorgesetzte einer großen Gruppe, ist ja auch nur ein Diener. Und zwar dient er nicht in dem Sinne den Menschen, die er führt, sondern er dient dem höheren Ziel, das höhere Ziel des Unternehmens. Beispielsweise ist er vielleicht in einem Gesundheitsunternehmen tätig und er dient dem höheren Ziel, den Menschen auf der Welt mehr Gesundheit zu bringen. Und die Menschen in seinem Team dienen auch nicht ihrem Vorgesetzten, sondern sie dienen auch dem höheren Ziel, der Menschheit mehr Gesundheit zu bringen. Und der eine behält eben den Gesamtüberblick über die Gruppe und die anderen innerhalb dieses Teams behalten den Überblick über ihren jeweiligen Fachbereich. Also der Fachbereich des Führers ist schlussendlich die Gruppe in einem guten Rahmen zu halten. Und das finde ich, das ist überhaupt nichts Verwerfliches und überhaupt nichts, für das man sich schämen muss und auch nichts Niederes. Und wir erkennen, dass es trotz einer gewissen Autoritätsperson, der eine Führerschaft übernimmt, trotzdem eine Arbeit auch auf Augenhöhe ist. Denn der Mensch, der sich gut in seinem Fachbereich auskennt, ist nicht mehr oder weniger wert als derjenige, der sich gut mit Führung auskennt. Derjenige, der es vielleicht mag, den ganzen Tag im Labor zu stehen und irgendwie im Reagenzglas irgendwelche Mittelchen zusammenzurühren, der hat ja vielleicht gar kein Interesse an Menschenführung, weil er liebt das, was er tut. Und wenn jeder das tut, was er liebt, ist ja jeder automatisch am richtigen Platz. Und dann gibt es auch automatisch gar keine Unterscheidung in der Wertigkeit der eigenen Arbeit. Weil dann ist der Geschäftsführer und der Manager und eben auch der Fachangestellte oder auch die Reinigungskraft gleich viel wert. Natürlich ist das eine Zahnrad größer und kann viel mehr bewegen, aber auch das kleine Zahnrad ist wichtig. Das kennen wir von gut funktionierenden Uhrwerken. Wenn wir nur einen kleinen Teil an einem Uhrwerk herausnehmen, funktioniert die ganze Uhr nicht mehr. Das heißt, das kleinste Zahnrädchen, das kleinste Schräubchen innerhalb dieses Uhrwerkes ist zum Funktionieren genauso notwendig. Und wenn wir uns das einmal bewusst machen, dann bekommen wir eine ganz andere Wertschätzung und dann sind wir nicht mehr so verbissen und versuchen, irgendwelche Strukturen aufzulösen und versuchen auch nicht, Vorgesetzte zu uns herabzuziehen, sondern sehen sie als das, was sie eigentlich sind. Diener einer höheren Sache. Und natürlich müssen beide Seiten diese Einstellung leben. Das funktioniert nicht, wenn nur einer von beiden diese Einstellung lebt. Beide müssen sich mit genau der gleichen Einstellung auf dieser Ebene begegnen. Beiden muss bewusst sein, dass sie nicht dem anderen dienen, sondern dass sie einem höheren Ziel dienen. Und zwar das höhere Ziel, das zum Beispiel das Unternehmen oder das jeweilige Projekt verfolgt. Und wenn alle diesem höheren Ziel dienen, gibt es auch keinen Grund mehr für irgendwelche egoistischen Kämpfe oder für irgendwelche Machtkämpfe, weil dann bei jedem Problem, bei jeder Auseinandersetzung immer die Frage gestellt werden muss, bringt uns das unserem höher vereinbarten Ziel näher oder bringt es uns eher davon ab? Wenn es uns abbringt, dann lassen wir es, dann ist es egal, was Einzelne für Befindlichkeiten haben. Wenn es uns unserem Ziel näher bringt, dann probieren wir es zumindest einmal aus oder geben ihnen zumindest eine Chance. Und auch außerhalb von Unternehmen, zum Beispiel Freiberufler,
ich sehe mich auch als eine Art Diener, weil ich bringe einen Dienst an der Menschheit mit dem, was ich tue. Einerseits mit meiner Porträtfotografie und auf der anderen Seite mit meinen Mentorings und mit meinen Trainings, bei denen ich Menschen einfach zu mehr innerer Stabilität und zu mehr Ausstrahlungskraft verhelfe. Das sehe ich als einen Dienst. Ich sehe mich nicht als Diener dieser Menschen, obwohl ich ihnen einen Dienst erbringe. Ich sehe mich als Diener der höheren Sache, die ich bringe. Und das ist ein ganz bedeutender Unterschied. Und wenn wir diesen Unterschied einmal erkannt haben, dass wir eigentlich einer höheren Sache dienen und nicht den Menschen direkt, sondern nur durch die Menschen hindurch, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, mit Stolz und mit Freude zu sagen, ich bin ein Dienstleister, denn ich leiste einen Dienst. Und das hat nichts mit Sklaverei und Ausbeutung zu tun, denn das ist eben Sklaverei und kein Dienst. In diesem Sinne, wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie gerne einen Daumen nach oben, teilen Sie es fleißig, folgen Sie diesem Kanal, damit Sie kein weiteres Video verpassen und gehaben Sie sich wohl.